Joho, Sims 3 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 3. Oh, die Geburtstagsparty ist in vollem Gange und alle sind am Nomsen. Unsere Anni ist sogar so fleißig und räumt die ganzen dreckigen Teller auf. Bist du denn irgendwie vom... Ja, sie ist merkmal ordentlich. Jetzt regt sie sich darüber auf, dass sie wegen dem Stuhl da nicht rankommt. Aber das Kind ist auch am Abwaschen. Das ist Zoe Gromos. Was macht die hier? Die haben wir nicht eingeladen. Und da ich jetzt auch voll mit Anni durchstarten will, möchte ich ganz gerne mit ihr quasi gleich ausziehen. Also die Eltern werden das wahrscheinlich ziemlich erstaunlich finden, aber... Wieso bist du Zauberlehrling? Wieso zum Henker hat sie automatisch einen Job? Jobs und Berufe. Jobs und Angebote. Arbeit aufgeben. Das verstehe ich nicht, wie das passieren konnte. Wieso sie einfach eine Karriere hat. Unverschämtheit. Während hier alle am Feiern sind. Hier wird ja richtig krass getanzt. Wo ist denn der Papa? Papa sitzt da. Muss sie mal mit Papa reden. Und zwar... Geburtstag verkündigen ist klar. Verkündigen ist klar, ja. Tag fragen? Ja, Geheimnis verraten ist quasi auch nach dem Motto so wie... Verrat dir das Geheimnis, Papa. Ich werde jetzt ausziehen. Das ist eine richtig coole Party gewesen. Jetzt hol ich mir noch mehr zu essen. Außerdem, du wirst noch dick. Das ist mir egal. Kuchen und alles ist lecker. Ja, wir haben ja hier auch jede Menge leckere Sachen. Oh, Käsesteak, frittierte Speck und Landbrot. Der merkwürdige Mitbringsel. Papa, ich habe heute Geburtstag und deswegen habe ich mir überlegt, dass es Zeit wird, endlich das Haus zu verlassen. Ja, das ist eine gute Idee, finde ich richtig schön. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Weißt du, ich brauche einfach mal meinen eigenen Freiraum. Ja, ist okay. Geh ruhig. Boah, ist das laut hier. Wie war das? Immobilien umziehen innerhalb dieser Nachbarschaft. Ja genau, mach zu der Musik noch mehr an, damit es auch richtig laut wird. Was? Sie nimmt das gesamte Geld mit? Okay. Das könnte interessant werden. Gibt es denn überhaupt noch leere Grundstücke hier? Weiß es nicht, ich glaube nicht. Oder doch, das hier ist noch ein leeres Grundstück. Das ist auch noch ein leeres Grundstück. Ich hätte halt gerne ein leeres Grundstück weiter draußen gehabt, wo viel Platz fürs Pferd ist. Weil unser Pony hat nicht ganz so viel Platz, aber hier sollte es auch gehen. Das hier ist eigentlich groß genug. Ja, komm. Mithrilen Villa 8. Das sieht gut aus. Schokopferd kommt natürlich mit, ist ja schließlich ihr Pony. Und die andere Familie Mangold, da werde ich dann vom Geld her gucken müssen, dass ich denen wieder ein bisschen was in die Haushaltskasse zuschanze. Wir werden jetzt erstmal umziehen. Und Anni wird ihre eigenen Erfahrungen machen. Nein, ich will nicht mehr über Umzüge fahren. Was trägst du denn jetzt für Klamotten? Also wir müssen sie auch unbedingt noch umstylen. Unbedingt. Sie braucht eine andere Frisur. Sie braucht andere Kleidung. Wow, das ruckelt hier übel. Übel, wie das ruckelt. Wir reiten jetzt tatsächlich zu unserer neuen Wohnung. Ach, ist das cool. Wir reiten ins Glück, wir reiten zu unserer neuen Wohnung. Ist das cool?
wie das aussieht. Vorbei am Jugendtreff. Ja klar, wieso Taxi? Wir haben ja ein Pferd, ne? Brauchen wir kein Taxi? Ja, sie möchte gerne Feuerwehrkarriere einschlagen. Das können wir auch machen. Ägypten besuchen. Na, so viele hochtrabende Pläne. Erstmal brauchst du einen Job. Geht's jetzt Schokopferd wieder besser? Ja, aber es ist müde. Hier ist unser Haus. Also, das noch gebaut werden muss, aber theoretisch wäre hier unser Haus. Ling. Animanga hat zum ersten Mal ein panisches Pferd gesehen. Sie würden den Ausdruck aus dem Gesicht des Pferdes vergessen. Nackte Angst und Verwirrung. Oh, bist du panisch und Panik? Müssen sie unbedingt beruhigen. Oh. Beruhigen. Und dann absteigen. Wohin wollt ihr denn jetzt? Besser? Besser. Ein Glitch. Das mit dem Absteigen klappt wohl noch nicht so gut. Und dann müssen wir Annie jetzt erstmal in den Stylisten stopfen. Mhm, ganz dringend. Weil das geht ja mal gar nicht, wie sie rumläuft und wie sie aussieht und was sie da... Nein, um Himmels Willen. Jabadu. So putzig. Sie hat voll Papas Gesicht geerbt. Aber richtig. Haarfrisuren. Was würde ihr denn stehen? So als Pferdemädchen? Was mit einem Zopf? Ja, sie hat aber so richtig Papas Gesicht geerbt. Gott, wie alt sie gleich aussieht. Auch nicht uninteressant. Hier, richtig schöner Pferdeschwanz. Das ist doch super. Die Augenbrauen. Hm, vielleicht ein bisschen was Kritischeres, damit sie nicht diesen ganz so, ja, erschrockenen Blick hat. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir mit ihren Augen irgendwas machen können. Ja, das betont auch ihre Augen schon mal wesentlich besser. Wimpern. Ist vielleicht ein bisschen krass. Hier unten? Ah, der Eyeliner ist auch ein bisschen krass. Eyeliner wäre schon nicht schlecht. Oder angedeutet, ja, unter den Augen, das ist cool. Ah, irgendwas Einfaches, Simples. Kann man das anpassen? Also als Pferdemädchen trägt man sowas ja eigentlich nicht. Das hier und dann das. Passt, das ist okay. Rotes Näschen. Au. Hier hätten wir Betonung des Gesichts. Das macht das Gesicht zu hell. Nehmen wir das hier und passen es an. Okay, der Glanzpunkt kann so bleiben. Der Rouge auf den Wangen. Und das ist der Rouge unten drunter. Ganz intensiv. Passt. Und jetzt noch Lippenstift. So mit Zähnchen vielleicht. Würde zumindest zu ihrem Charakter passen. Hier unten die Lipgloss, die sind doch einfach alle sehr... Das ist... Wow, das ist ein bisschen zu intensiv. Das wird komisch aussehen, ja. Da fand ich den hier eigentlich ganz super. Das steht hier schon mal ganz gut. Die richtige Kleidung zu finden wird nicht einfach. Es muss ja ihrem Stil entsprechen. Augen. Die sind gruselig. Kann ich die noch anpassen? Ja. Blaue Augen. Blaue Augen sind in Ordnung. So, Kleidung. Sieht auch sehr tiefliegende Augäpfel. Also,
die sitzen, der Lidstrich sitzt, also das obere Lid sitzt halt sehr, sehr dunkel, sehr niedrig darunter. Ich meine, man könnte ihr eine Schönheitsoperation spendieren, um das ein bisschen anzupassen, aber man muss ja auch nicht übertreiben. Oh Gott, die Kleidung geht gar nicht. Als Reitermädchen, da gibt es natürlich auch noch verschiedene Varianten, die wir nehmen könnten. Ist doch bestimmt auch so ein bisschen so ein Cowboy-Look. Irgendwie wenigstens irgendein bisschen was Passendes. Also Körperbau ist ja super, ne? Also Mamas Brüste haben sich in der Familie gut weitervererben lassen, du. Ah, das muss aber was sein, was zu ihrem Typ passt. Sie ist ja so ein kleines bisschen Mauerblümchen, Pferdefanatikerin. Oder die Waldfee, haben die sich weitervererbt. Oh ja, doch. Schwierig. Es muss schon so ein bisschen bieder sein. Nicht zu sehr, aber ein bisschen... Ist noch sehr jugendlich, würde aber zu ihrem Typ passen. Wie sieht es damit aus? Wenn es richtig einfärbt vielleicht, das ist zu bieder. Also so ein bisschen so ein Look, dass man denkt, ah, Mädchen, vielleicht kommst du mal ein bisschen aus dem Puschen. Und Look müssen wir finden. Arrr. Piratenstyle. Das sieht seltsam aus. Das ist alles Reiseabenteuer, Late Night, Lebensfreude. Show-Dingsbums, die Diesel-Accessoires. Das waren auch merkwürdige Klamotten dabei. Supernaturals. Das hier ist aus dem Hippie-Teil. Das steht ja natürlich schon ziemlich gut. Dass sie halt noch sehr jung ist und so ein bisschen alternativ angehaucht, finde ich eigentlich auch von der Idee ganz nett. Nicht so bieder, sondern eher so der lässige Style. Nein. Damit. Ne, nicht zum Thema, nee, nicht bieder rumlaufen, sondern hier halt lässig. Vielleicht dazu noch eine dicke Brille auf die Nase. Nur weil es zum Style passen würde. Hätten wir denn da eine passende? Nee, das passt nicht zu ihr. Das auch nicht. Kriegt sie so einen Lehrerinnenausdruck? Ach Gottchen. Fräulein Rottenmeier! Wie wär's denn hiermit? Kreolen. Ja, das ist schon eher ihr Typ. Kätzchen! Kätzchen-Ohrringe! So was hier? Ein bisschen alternativ. Das ist ein bisschen too much. Das schwebt, das sieht komisch aus, wenn das schwebt. Das soll nicht schweben. Vielleicht zu dem kalten Wetter noch so Armstulpen dazu? Ja, das sieht komisch aus. Wobei sie durchaus eine Strumpfhose tragen könnte bei dem Wetter, was wir zurzeit draußen haben. Aber nichts so Buntes. Ganz so bunt und alternativ wollen wir sie dann doch nicht darstellen. Das sind nur Socken. Das ist dann schon Strumpfhose, aber nicht die Farbe, die ich gerne hätte. Vielleicht in dem gleichen dunkelblau-grau wie das Oberteil, genau. Und die Schuhe, die auch so gar nicht direkt passen wollen. In dem Gelb. Ja, das ist so ein bisschen alternativ. Wobei mir die Ohrringe nicht so gut gefallen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich finde, das passt nicht zu ihrem Typus. Weil das jetzt auch wieder mein Geschmack ist und eventuell würden sie ihr gefallen. Ach so, ja, ich habe das mit dem doppelt anwählen aktiv. Ja, das ist schon ganz okay so. So, Ausgehkleidung. Die geht sogar. Könnte man so machen. Was war denn hier für Oberteile? Ist hier was Gewagteres noch? Die passt ja jetzt hier gut in die Welt. Das passt sogar zu dem Rock unten drunter. Lassen wir das mal so. Weil wir sind ja hier nun mal in einem mittelalterlich Fantasy angehauchten. Hallo, ihr zwei Argumente. Holla, die Waldfee. Nicht übel.
Schlafanzug. Ja. Das zählt auch unter Schlafanzug? Finde ich es unbequem, damit zu schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch ein Schlafanzug? Ist alles unter Schlafanzug fällt. Oh. Wäre mehr so ein Typ hier, sowas Rosanes. Wieso? Die sind niedlich. Gibt es die auch in der passenden Farbe? Na gut, dann mache ich sie selber rosa. Beziehungsweise halt so ein bisschen, ja, Hautfarben. Könnte man die auch dunkel machen? Würde das aussehen? Ist vielleicht ein bisschen besser, nur das Armbändchen passt nicht ganz so gut dazu. Sieht so aufgetragen aus, als würde es irgendwie, wäre das ein bisschen zu viel. Das ist schon ein bisschen femininer. Würde eher zu ihr passen. Sieht so kalt aus. Ich friere gerade, wenn ich das sehe. Lassen wir mal das bei dem hier, dass das nicht so ganz so kalt. Und dann Kätzchen. Kätzchen pushen. Genau, Kätzchen. Und natürlich kein Armband. Weg damit. Braucht dann sowas beim Schlafen? Schon der Pferdeschwanz eigentlich störend genug. Sportkleidung. Da bin ich mal gespannt, was das Spiel hier von... Das ist eigentlich ganz cool. Das tut richtig in den Augen weh. Aber da hätte ich halt gerne Reitkleidung. Ob wir da wirklich Reiterklamotten kriegen, das ist noch zweifelhaft. Das hier wären halt in Anführungsstrichen Reiterklamotten, ne? Ist jetzt nicht ganz so... das sieht mal aus, als hätte man da vorne ein bisschen zu viel Brusthaar. Ja, nicht so toll. Das hier. Jawohl, Sheriff-mäßig. Das ist cool. Das kann man nehmen. Aber noch eine vernünftige Hose. Was langes, was auch oben geschlossen ist, wenn es geht. Damit da nicht der Bauch rausguckt. Oh, ja, ich glaube, das Spiel will mich trollen. Muss doch eine Möglichkeit geben. Hier, das ist so Western-Style. Jawoll! Halt, ich brauche noch die passenden Schuhe dazu. Ja, das ist super zum Sport machen. Sie wird auch nur reiten als Sport. Badebekleidung. Das ist ja sogar gar nicht mal schlecht. Gibt es ja noch schönere Badeanzüge, die in dem Fall passen würden? Das kann man auch tragen, ja? Natürlich, damit gehe ich schwimmen, ist klar. Was sind hier für unterschiedliche Dinge? Warum werden die unterschiedlich angezeigt? Das ist jetzt nicht unbedingt meine Top... Oh, das sieht gut aus, das steht hier. Top-Badeklamotte. So, Outdoor-Bekleidung noch. Und dann sind wir fertig mit dem Umstyling. Sowas. Oh, das sieht ja süß aus. Dazu eine schöne Jeans. Schöne Jeans, dachte ich. Ah, unten umgekrempelt. Können wir die bitte auch grau machen? Das ist einfach, das ist so dieser gelbe Look. Ist jetzt nicht ganz so cool. Ich meine, man könnte das zwar hier auch alles ein bisschen gelblicher ziehen. Auf die Handschuhe noch anwenden. Ja gut, dann wird ein Look draus. Aber eigentlich passt das zum Oberteil nicht dazu. Also das beißt sich vom Kleidungsstil komplett miteinander. Das finde ich schön, aber die Hose... Qual der Wahl der Hose. Oh Gott. Soll eigentlich was Elegantes sein? Ja, nur halt das nicht gestreift. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, es geht. Längst gestreift vielleicht noch. Und die dann schwarz. Und dann brauchen wir noch schöne hohe Stiefel. Ist zwar auch nicht optimal, was Sie jetzt hier sehen, aber es passt zu Ihrem Typus. Passt zu dem Typ Frau, sagen wir es so. Dann machen wir die halt einfach auch so dunkel. Weil das jetzt wäre so eine Art Blau.
Gefällt mir noch nicht so ganz. Ich finde das Oberteil total süß, ne? Aber bei der Hose bin ich mir echt unschlüssig. Die glitscht wieder drüber. Die ist ja wohl dermaßen überhaupt keine Outdoor-Kleidung. Oh. Ja, das geht. Dann müssen wir nur andere Schuhe wählen, weil wegen glitschi, glitschi, glitsch, glitsch. Hier. Ja, das ist okay. Ja, das sieht gut aus. Okay, Job's done. Oh je, jetzt sind schon wieder 20 Minuten rum. Ich möchte aber keine unnötige Überlänge machen, weil YouTube momentan bei Überlängefolgen immer so unglaublich lange zum Verarbeiten braucht. Naja, soll heißen, wir haben Annie schon mal eingekleidet. Ich finde sie so ihrem Typ entsprechend ganz putzig. Ein bisschen zu viel Make-up, so wie ihre Mutter. Na, vom Kleidungsstil noch ein kleines bisschen unbeholfen, hat aber durchaus auch schon ihren Trend, in den sie vielleicht mal irgendwann mehr Zeit investieren möchte. Und haustechnisch haben wir hier recht viel Platz. Ich würde mich dann erstmal um eine Pferdeecke mit Stall und allem drum und dran kümmern, damit das Pony da rumrennen kann und ein ganz kleines Haus hier hinzaubern. Und dann vielleicht ein bisschen Geld wegcheaten, weil ich finde, das ist ein bisschen zu viel für den Anfang. Okay, gut, wir sehen uns das nächste Mal bei Die Sims 3. Bis dahin, bye!